Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ankiza von Morali Fotografie und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn im heutigen Video geht es um die Galeriesockel, die ich selbst gebaut habe. Ja, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, Galeriesockel selbst zu bauen? Also zuerst, ich habe keine gefunden in der Größe, die ich haben wollte, zu kaufen. Wieso möchte ich welche haben? Es geht nämlich um die Spendenaktion, die nächste Woche stattfindet. Das heißt, ich mache 2 Tage lang Minishootings, wo die gesamten Einnahmen an die krebskranken Kinder im St. Anna Kinderspital gespendet werden. Und da wollte ich einfach etwas typisch Studiofotos, aber doch ein bisschen anders haben. Und ja, dann bin ich eben auf die Galeriesockel gekommen. Wie gesagt, also in der Größe habe ich es nicht gefunden zu kaufen, also habe ich mir gedacht, ich baue sie mir selbst, was ja eigentlich im Grunde nicht schwer ist. Es ist aber zeitaufwendig. Ja, ich nehme dich jetzt mal hinter die Kamera mit, also hinter die Kulissen mit und zeige dir den Aufbau, was ich verwendet habe und wie das Ganze funktioniert. So, und natürlich brauchen wir viel Holz. Die genaue Maße schreibe ich dir in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir Schleifpapier. Da habe ich einen Acryllack, Glanzlack gewählt, den passenden Roller dazu. Und natürlich, dann brauchen wir eine Spachtel. Und eine Reparaturspachtelmasse, also für Holz genau. Und ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen viele Schrauben und den Akkuschrauber. Der darf natürlich nicht fehlen, damit wir das ganz einfach zusammenbauen können. So, und es kann schon losgehen. Wie du siehst, einfach die Holz aneinanderlegen, sodass ein Quadrat entsteht und einfach die Schrauben mit dem Akkuschrauber reinschrauben. Den Deckel drauf. Schau, dass es ganz genau passt, dass die Ecken wirklich aneinander kommen und auch einfach reinschrauben. Ja, und das machst du dann 4-mal genau. Und ja, wenn wir die fertig sind, geht es dann ans Spachteln. Das heißt, alle Ecken, alle Schrauben sollen zugespachtelt werden, wirklich schön zusammenspachteln. Und wenn man das fertig gemacht hat, geht es ans Schleifen. Das Schleifen ist wirklich eine aufwendige Sache. Und da sollte man wirklich genauer arbeiten. Und danach einfach nur noch mit dem Lack drüber rollen, drüber anmalen. Du siehst schon, es ist tatsächlich zeitaufwendig. Ich habe allerdings etwas dickeres Holz genommen, also ca. 2 cm, fast 2 cm, 1,9 um genau zu sein. Und dadurch sind die recht schwer. Also den kleinen kann ich ja problemlos noch hochheben, aber den großen für mich selbst persönlich doch ein Tick zu schwer. Also vielleicht doch ein dünneres Holz nehmen, damit es einfach leichter zum Tragen, zum Halten ist. Ja, dann habe ich die unten freigelassen, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, ich will sie also zum Versteuern einfach aufeinander stapeln, beziehungsweise ineinander reinstapeln, damit ich das einfach gleich zum Versteuern habe. Allerdings ist der Große so schwer für mich hochzuheben, dass ich mir doch eine andere Lösung überlegen muss, wie ich das dann versteuern möchte. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben nicht wunderschön gearbeitet, also mit der Spachtelmasse nicht sparen, wirklich schön abschleifen, sonst sieht man auch wirklich diese Übergänge noch weiterhin. Also da muss man wirklich ganz genau arbeiten, was wir jetzt in dem Fall nicht gemacht haben. Auf den Fotos wird man das jetzt auch nicht so stark merken, aber es sieht einfach optisch schöner aus, wenn man es von vornherein gleich richtig und schön macht. Ja, natürlich auch aufpassen, ich habe hier jetzt nichts veredelt, das heißt, wenn man wo ankommt, geht das natürlich auch wieder weg, die Farbe. Da müssen wir wieder ein bisschen drüber streichen. Ja, und jetzt nehme ich dich hinter den Kulissen mit beim Fotoshooting, denn ich habe nämlich meine beiden Töchter damit fotografiert, einfach um die ersten Testfotos mal damit zu machen. So, und du darfst dabei sein. Ja, und ich bin schon ganz gespannt auf deine Meinung, was du zu den Galeriesockeln sagst. Wie sie dir gefallen, wie dir die Fotos gefallen, die ersten Testfotos. Ja, generell sind die Galeriesockel an Familien gedacht, Familien mit Kindern, auch mehreren Kindern. Das kann man so toll nutzen. Und natürlich auch Erwachsene, Porträtshootings, Babybauch-Fotoshootings eignen sie sich ja auch wundervoll. Und ich kann es kaum erwarten, mehrere Fotos damit zu machen. Folge mir gerne auf Instagram, weil dann nehme ich dich immer täglich hinter den Kulissen mit zu den Fotoshootings. Und ja, schreib mir liebend gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, wie dir die Galeriesockel gefallen. Und vielleicht habe ich dich ja auch dazu animiert, selbst welche zu bauen. Wenn es so ist, plane unbedingt auch genug Zeit ein. Und ja,
Und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, denn jeden Donnerstag um 18.30 Uhr kommt ein neues Video und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Bis bald.